Sagen hey Leute, an. willkommen zurück zu Infestation Survivor Stories. Wir sind hier im Wasser und machen ein kleines Schwimmen. Oh, und jetzt geht's. Hey, komm zu. Hey, die Sau, jetzt. Ja, jetzt los. Los, schneller Kürbiskopf. Gummi, komm, fertig. Nein, du kriegst mich nicht. Hau auf. Schneller, schneller. Oh, er kommt näher. Ich muss ihn abschneiden, den Weg. Hier, frisst meine Schuhe. Bist du da weit hin? Ich höre dich nicht, weil das so laut ist, das Kraulen. Schau es mal auf der Karte, wenn wir sehen. Nee, nee, dann stopp ich ja. Geh mal in dein Inventar schnell. Du hast bestimmt einen Energy Drink. Bei mir ist sowieso gleich die Power vorbei. Ja, jetzt. Ich hab Müsli-Riegel. Ah, scheiße. Wie schön. Was ist Acker? Geil. Was ist Acker? Ich will das weiß nicht. Acker. Was ist für uns? Ja, du bist steht schon weiter vor euch. Orker läuft am Land. Nee, nee, der schwimmt. Hier raus, weil das ist mir zu kalt und zu nass und zu ja, kalt. Und zu laut. Das ist ja ekelhaft. Geh dann raus. Ja. Ist aber eine ganz schön weite Strecke, weil ist da ganz hinter. Weg. Echt laut. So, jetzt haben wir uns wieder erfrischt. Jetzt kannst du ja. Sehr schön. Daniel. Ja? Bleibt vor außen, wo es immer anzeigt, dass man blut. Was sind da das mittlerste Zeichen? Was hat denn das zu bedeuten? Das mit infiziert? Bist du infiziert? Nämlich das ist rot. Ja, steht da eine Prozentzahl? Ja, irgendwo? 47%. Hier, Oka, okay, komm her. Hier. Nee, hast du eine goldene? Nee, aber eine normale. Vielleicht reicht die ja. Vielleicht reicht die ja. Ja, auch noch. Ah, Moment. Die spritzt sich damit. Also erst die grüne und dann die. Ja. Ich hab die größere Axt, du Arsch. Das ist so eine Axt. Das ist eine Axt. Moment. Was ist denn jetzt passiert? Wieso? Was ist los? Was ist da los? Hey, noch 8% hätte ich. Oh, ja, ist egal jetzt. Noch eine Spritze habe ich nicht. Ja, ich habe noch 8%. Ja, das überlebst du, komm. Ja. Ich habe noch eine goldene Spritze. Im Notfall kriegt er die. Ach, da hattest du schon, warst du schon über 50% oder so? Hey, 47. Heilen die nur noch 20% oder was? Wahrscheinlich, hat er zwei, ja, dann muss ja, ja. Ja, ne? 20% eine grüne. Warte mal, 1 mal 1 geteilt durch 5 minus 3. Daniel? Ja, und? Weiß es nicht. Und du hast doch gerade aufgesagt, du musst doch wissen, was rauskommt. Aber 17. Wie schnell das schreit, ne? Dummer. Boah, jetzt hau doch mal ab hier. Ich bin jetzt schon wieder bei 10%. Ja, wo rennt ihr hin? Wo rennt ihr hin? Dann haben wir wenigstens Loot. Wo rennt ihr hin? Wir müssen wir nicht nach Pitch Farm.
Pitch warm. Jupp. Und ich will mir den neuen Airport ansehen. Ah ja, 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 doch, auf jeden Fall. Vielleicht finden wir sogar ein Auto. Weil bei der Patch Farm war das Auto das letzte Mal. In die Sleepy Crest. Die weiß ich nicht mehr. Und dann, wenn wir ein Auto haben, dann ist alles cool. Also dann fahren wir zu dritt schön den Sonnenuntergang entgegen. Ja. Und sagen, ab in den Süden. Die Sonne hinterher. Ey, oh, was geht? Die Sonne hinterher. Na, na. Oh, schon mal an Boulder City. Daniel. Ja. Wie die Skyline. Geil. Du musst mich mal überlegen, wo die waren. Konntest du dich wieder nicht beherrschen hier? Kakao war aber richtig schön. Ja, ich habe ein bisschen, Verstopfung. Da unten. Siehst du, da unten bist du lang gegangen. Nee, das finde ich echt mies, dass sie einfach den gleichen Stein immer wieder hingestellt haben. Das ist ein und dasselbe Steinhaufen. Ja. Das ist ein bisschen scheiße. Ach, das... Ich sag ja, Infestation hatte so einen geilen Start, weißt du? Ja. Aber dann kam es mit den Hecken. Gut, das Hecken hätte man in den Griff bekommen können. Dann war das Bannen. Gut, das hätte man auch noch verschmerzen können, wenn alles wieder zurückgemacht werden würde. Ja. Aber die geben an, das Spiel wird sich so und so entwickeln. Weißt du, die haben so Bilder reingestellt, richtig geil und so. Da denkst du dir, ja, da musst du Barrikaden setzen. Große so, Sperren, ne? Und was ist? Nix. Na, mal abwarten. Muss ich das noch alles hinentwickeln in den nächsten Jahren? Ja, ich hoffe ins Positive, sonst krieg ich das Kotz nicht auf dem feinsten Junge, du. Ich meine, gut, die Karte haben sie jetzt so richtig auseinandergezogen wie Kaugummi, dass man eben von Ort zu Ort ewig braucht. Ey, das ist wie, als würdest du in Scheiße treten, das ewig lang hinter dir herziehen, weißt du? Oh, Daniel, schau mal, da hinten rechts ist die ausgebrannte Stadt mit dem Super-Zombie. Da willst du auch nicht hin, oder? Nein, auf keinen Fall. Wollte gerade sagen. Ja, hier ist noch eine goldene Spitze. Orca, nimm die. Orca, wir nehmen uns mal, jeder. Hierher, Orca. Ja. Hierher. Wieso komme ich da? Ich hoch. Hau dir die Spritze rein. Oh, die wurde oben drauf, vielleicht? Nee, die daneben. Oh. Sorry. Geh mir querfeld ein, mach. Yep. So. Ja, jetzt bin ich wieder geheilt. Ja. Ja, da geht's auch zu so einer Farm, stimmt. Ja, das ist die Patch-Farm. Weil ich möchte ungern... Möchtest du einen Patch haben, ja? Also, ich sagte, ich meine, ich möchte ungern da hinten ins ausgebrannte Gebiet, weil dort ist bäh. Okay. Weil, Daniel, wir wissen, Super Zombie und so, ne? Ja. Ne? Aus dem Weg gehen. Ja, ja, aus dem Weg gehen, wenn der auf dich zugestimmt kommt. Da hast du keine Chance mehr. Ich meine, ich habe genug Waffen dabei. Eine AK müsste ich noch haben, da habe ich alleine schon fast 200 Schuss von hier dabei. Das reicht nicht. Nee, nicht 200, ich glaube 150 oder so. Das letzte Mal hat er 8 Magazine oder 11 Magazine von einer Schrotflinte gebraucht. Echt? Ja. Im Campus. Das ist viel. Sehr viel. Brauchen die so viel? Also, wenn ich jetzt am Flughafen sehe, dass dort richtig scheiß Waffen liegen. Ist das die Farm da unten? Ja. Dann schwöre ich dir, deinstalliere ich Infestation. Weil mir geht es langsam mit dem Mut auf den Sack. Es gibt immer die gleichen Waffen. Du findest nur die anderen Waffen so gut wie gar nicht. Ja, die Sniper. Ja, ich habe keinen Bock auf Testserver gehen zu müssen oder den Superzombie 20 Stunden lang zu klatschen oder Munition kaufen gehen zu müssen, weil du findest ja so viel Munition für eine Schrotflinte, das ist der Wahnsinn, ne? Ja, hatte ich vorhin einmal gefunden, vorhin habe ich ja wieder rausgeschmissen, weil ich keine brauchte. Wisst ihr, was das ist? Dann sammeln wir 11 Magazine. Ja. Und bringen die in die Safe-Zone bei dieser super lang gestreckten Map. Also nicht gegen Spielen, aber das ist es. Also früher sind wir ständig Rucksack voll, ab zu Safezone, ne? War ja auch sehr machbar. Jetzt, Safezone ist mir viel zu weit. Obwohl sie schon eine Safezone mehr dazu getan haben. Da eine. Ja, 4, früher gab es nur 3. Aber trotzdem.
Ist das ein übelst langer Weg? Du schaut immer links, ich schau mal rechts bei der Scheune. Willst du lieber eine Axt haben? Orga. Ha? Willst du lieber eine Axt? Oh oh. Hey, Daniel, ich hab hier einen Hitzelner. Oh. Machst du, Ivan? Geht schon. Geht schon. Aber danke. Also. Ja, gerne schön. Daniel! Was? Ach, der Orca. Also du hast ein Stück mehr, ja. Immer am Rumpfen hier. Jetzt muss ich aber wieder mal auf Einzelschuss stellen. Mit der Axt hättest du schneller erledigt. Ja. So, du hast schon Handbeilche. Eine Feuerwehraxt habe ich noch hier. Ich hab die Anna-Axt noch. Was? Du hast auch eine Axt? So. Na, nimm mal die Axt lieber. Ja. Kaliber 12 Munition, war das Sniper? War das Kaliber 12? So geh ich nicht drin. Nee, war das, ist das nicht hier für die Schrot, dieses, doch, Schrot ist das, ne? Weiß es nicht. Komm her, Penner. Komm. Willst du nur? Komm her, du Penner. Geil. Wo willst du da an? Vorne? Oh, alle wegmetzeln hier. Attacke. Ich bin bei den Augen. Oh, geil, hinter dir. Hab ich schon. Hinter mir. Ja, hab ich schon. Hab ich schon. Na, hab ich schon abgefangen. Der wollte gerade dir von hinten. Ja, das ist keine richtige Axt, Orca. Ja. Die, mit der kannst du ewig zuhauen. Der verliert zwar Blut. Warte mal, ich geb dir mal eine richtige Feuerwehraxt. Schmeiß mal das Ding weg, was du da hast. Moment. Und dann nimm mal die. Ja, Moto. Schmeiß die weg. Und nimm die Feuerwerks, genau. Hier. Ah. Gut. Warum Ivan jetzt die ausgetauscht hat, weiß ich zwar nicht. Ich denke mal, er hat den Schaden schnell überprüft. Hier ist übrigens noch ein Butterfly-Messer. Falls einer einen Zombie kitzeln will. Daniel, Quatsch. Hast du echt schnell den, die Abnutzung überprüft? Ja. Ehrlich hat er das. Hm. Wir müssen nicht über den Ja, Zombie. Ja, schade. Hat er das gesehen? Nein. Bin über den Zaun gesprungen und hab den mit der Axt schon eine. Nein, ich guck mal gerade. Bei 60%. Ist das 60% ist noch gut oder ist er abgenutzt? Nee, das ist noch gut. Ey, habt ihr hier nichts zu essen, nichts zu trinken gefunden? Nö. Das kann doch gar nicht sein. Doch, ehrlich. Hier muss es doch was geben. Hier auf dem Blumslo. Da waren Antibiotika. Was? Da war Antibiotika, aber ich würde es nicht nehmen, wenn es auf dem Klo war. Naja, gut. Wer weiß, was da sich eingeschlichen hat. Laufen wir lieber weiter. So, wo zur Hölle? Daniel, der Schwörer. Die alte Kampfsau. Alle tun nicht lang durch. Sonst, was brauchst du noch? Getränk. Ganz wichtig. Hier pfeift dir das rein. Weil, sonst fange ich gleich an zu bluten. Das kann nicht sein, Orca. Du kriegst die ganze Zeit von uns Essen und Trinken und verdurstest zu tun, was die ganze Zeit. Ich weiß ja. Na, er hat seinen Charakter wahrscheinlich noch nicht geskillt, weißt du? Ja, das soll er mal machen, du. Der müsste mehr Zombies töten, damit er irgendwann skillen kann, dass er weniger Essen und Trinken verliert. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich bin schon bei guter. Weißt du ja noch, Ivan, zum Anfang, wo wir dann nur am Fressen und Trinken waren, weil, ne? Bevor wir das geskillt hatten. Dann ist nicht wieder gelaufen, schon verhungert. Ja. Ja. Da haben wir uns auch gedacht, guck dir mal unten die ganzen Scheißhaufen an.
Alter. Ey. Hey, was ist denn jetzt hier? Muss springen. Oh, mein, ist stehen geblieben. Oh, ich bin schon da. Wieder draußen. Ich auch. Aber die Aufnahme lasse ich jetzt mal an. Ihr seid bei mir. Ah, nee, kann ich nicht. Ich muss die Aufnahme stoppen. Ich habe wieder dieses komische Geräusch im TS. Also sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Investation. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.